Herzlich willkommen zurück hier bei Fallout New Vegas und wir sind. Ah, Mann! Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr dieses Let's Play. Ja, wir sind hier immer noch als Jack Kelsey unterwegs. Alter, was hier? Wieso kannst du nicht einfach mal auf der Straße fahren? Haben den Auftrag, hier mal ein bisschen aufzuräumen. Den komme ich natürlich mit Vergnügen nach, weil das ganze Gesapsel ist, um die Straße zu räumen. Er hat uns dafür auch extra ein größeres Auto gegeben. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, warum zu den ganzen Ungeziefer von mich. Nee, ne, dieser Galvanisierungsfall hat uns ein bisschen rausgerissen. Noch dazu die kurze Sommerpause dazwischen. Was? Ja, das war schon. Ey, dränge da nicht weg. I ain't got time for this. Hab ich jetzt Auto kaputt gemacht? Warum fährt man nicht mehr? Wird mich nicht wundern. Er guckt dir das mal an, wie das von vorn aussieht. Aber da geht noch was. Ich gebe Vollgas übrigens. Hervorragend, richtig noch mehr Hydranten um. Aber wir haben das Polizeiauto hier vorne schnappen. Da haben wir nämlich kein Radio. Da können wir auch kannst Filter. Du das denn als Normalermittler? Ich bin von der Staatsanwaltschaft. Natürlich kann ich das. Gotta borrow this. Sorry. Aber nett, dass der Polizist uns ohne Dienstmarke einsteigen lässt, ne? Ich glaube, das haben wir auch schon mal bemerkt. Ja. So, wir sind da. Das Spätzle. Oh Junge, was ist? Na super. Ja, na super, jetzt haben wir unser Auto wieder. Dann gehen wir mal zur nuklearen Nagetierabwehr hinein. Welcome to Nuclear. Oh, die strahlen ja alle. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have only three people work here. Me and two Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Wow. Oh, stinkfix. Vielleicht klappern wir gerade irgendwie, keine Ahnung. Ja, der war ja, sag ich mal, irgendwie so ein bisschen mit dem Elsa-Fall und in dem hier von ja, ja, der... Ja, aber was haben wir denn als letztes? Ich glaube, wir waren auf dem Filmstudio-Gelände und haben uns den Film angeguckt, oder? Ja, aber warum diese tun Filmrolle? Wir jetzt den Geziefer von nicht da vom Abklappern? Das verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß es leider nicht. Wir werden es herausfinden. Sicher? Hoffe ich. Nicht, dass wir am Ende irgendjemanden festnehmen und wundern uns, wer das ist. Und warum wir den festnehmen. Wäre, glaube ich, nicht mal das erste Mal. Das wäre gut möglich. Geht mal alle weg hier. So, nochmal hoch. Fährst du gerade absichtlich ordentlich? Nee. Wer beschimpft uns hier eigentlich gerade? Ich bin doch allein im Auto. Ja, vielleicht so die Gewohnheit. Vielleicht ist es selber. Mann, ich bin ein Trottel. Ja, fahr ich hier 23 Straßenlaternen unter eine Straße um. Wie konnte mir das nur passieren? So. Westlake Ungezieferbeseitigung, aber es hat alles irgendwas mit Ungeziefer zu tun. Soweit können wir schon mal zusammenfassen. Haben Sie Hut? Nee, ich weiß nicht. Oh, da hängt einer, der wird gleich verhaften. I work for the DA. I'm looking for a big cowboy that does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse. On the remains of the old Rancho Rincon. Nee, weißt du, was das letzte war, was wir mit dem gemacht haben? Wir waren in dem, bei dem großen Dicken hier, der Anführer von dieser Elysian Fields, an den seine Villa aufgeräumt. Haben den umgebracht? Nee, wir haben den dann liegen lassen. Aber die Sekretärin hat uns da in den Arm geschossen. Sicher? Ja, nee, wir wurden doch von irgendwelchen Leuten verschleppt und sind dann aus dem Kofferraum. Nee, das ist schon länger her. Das war noch mit Phelps, glaube ich. Cole! Ah, den kennen wir doch. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink. Dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way.
Oh, Rusty, der alte Rusty. Also erster oder zweiter Partner? Der zweite, glaube ich, im Mob-Dezernat. Danach sind wir in der Sitte gekommen. Der erste war ja dieser Bukowski, dieser nette Pole. Genau. Der war echt cool eigentlich. Also am Anfang war er auch nicht. Ja, Rusty, mit denen sind wir dann auch ein bisschen warm geworden. Ja, auf jeden Fall. Da ist eine Zeitung, die habe ich vorhin schon gesehen. Nachdem es 10-mal Ding gemacht hat, darfst du auch endlich lesen. Na los, lies! Ich drück da A wie Bekloppter. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down. Control is of the essence. Keep your voice down. You know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them! Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. If you're imbecile, Harlan, get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? You certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso, who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform him? I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. No longer necessary. I'll take care of you, Kelso. Wer ist der Verrückte? Courtney Sheldon. Ah, ja. Oh, so ein bisschen psychisch labil. Nee! Ja. Cool. Kannst du es abbrechen? That goddamn pet lunatic of yours is... Ja. Sehr gut. So far so good. Es fehlt bloß eine Zeitung. Das ist sogar nicht mal unrealistisch, dass wir die noch kriegen. Sieht so aus, als wären nach draußen geflohen. Ah, wir schauen uns erstmal kurz hier drinnen um. Du bist ja ein ganz ausgebuffter. Oh, da hat was in der Hand. Feuerzeug. What could it mean? Leland, nee. IH. Ich hasse Feuer. Feuer. Brennt. Zum Hals am Baum. Kannst du wieder haben, funktioniert noch. Oh nee. Oh Mann. Wir waren jetzt über 100 Folgen nicht pietätvoll, jetzt wollen wir auch nicht mehr damit anfangen. Ah, sieht so aus. Na, schon mit länger zu, das knackt schon mal im Kopf drin. Creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. Schön im Auge rumpirbeln. So, Bäuchlein wollen wir nicht sehen. Guck mal, Ellbogen. Ach ne, eine Armbeuge ist es ja an der Seite. Ich kam gerade nicht drauf. Das Feuerschiffen. Finde ich auch sehr nett, dass uns hier einfach so umgucken lässt. Tja, wir wissen ja schon, dass das eine. So much for your foresight, Doctor. Dass das ja, wir wissen, eine dass Waffe war. Dass damit Elsa getroffen wurde. Das weiß der Dingensgedöns noch nicht. Nö, aber da wir ihn ja spielen, weiß er es ja irgendwie schon. Leland. Achso, listed below are the properties. Du kannst da unten lesen, ist deutsch. Ja, aber da war ich zu langsam. Properties you wanted accounted for. My associate has visited each and made for room. Wie ist das ausgesprochen? Weiß ich nicht, deswegen habe ich dich sagen lassen. Okay. From what the tells. Family and residents no longer required to assistance provided by our relocation program. Okay, also hat eine Umfrage gemacht und die hat ergeben, dass dieses Relocation Programm nicht mehr gefordert wird von der Bevölkerung. Lassung, sprechen Sie mit Curtis. Steak to Curtis, ach, speak. Das sind seine Patienten? Nee, Elysian. Elysian Fields, das sind eher so. Sind das die kommen sie irgendwas bekannt vor? Nelson Quile
Ingeborg. Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. And the doctor lost control. Holland, this was not... Aber Sawyer war doch eins der Häuser, was abgebrannt ist, oder? Ja. Das Sawyer Haus? Ja, dann waren das die Häuser. This was not our arrangement. Your associated is overstepping his mark. Get him under control or I will take whatever this... whatever action is necessary. Oh, nö. Psychiatrischer Bericht von Dr. Harlan Fontaine Brandner, Psychotherapeut im Fall von Unlesbar. Datum, Zustand des Patienten, Behandlung, Beobachtung fortlaufend. Persönlicher Hintergrund. Der Patient wurde in einer Farmpächterfamilie in Oklahoma geboren. Erfolglose Ernten während des Dust Bowl in den 30ern zwang die Familie in Richtung Westen nach Kalifornien zu ziehen. Die Mutter und die jüngeren Brüder des Patienten starben den Hungertod während der Reise. Der Vater des Patienten fand Arbeit als Stuntman in billig produzierten Cowboyfilmen. Der Patient sollte der gleichen Karrierelaufbahn folgen, aber seine reservierte Mimik und körperliche Unbeholfenheit erwiesen sich als problematisch. Der Patient machte eine Ausbildung als Glasinstallateur und zeigte maschinelle Begabung, wurde aber von den Marines eingezogen, als der Krieg anfing. Er diente als unlesbar bis zu diesem Vorfall unlesbar. Der Vater des Patienten starb im November 1945. Der Patient kehrte vom Dienst zurück und wohnte alleine im Haus, des Vaters und Sohn einst bewohnten. Ab der Erkrankung, als der Patient von diesem Arzt benommen wurde, litt er an akuter Kriegsneurose, die sich in sensorischen Rückblenden, gestörter Aufmerksamkeit und Schlafstörungen manifestierte. Der Patient beschrieb Symptome wie zum Beispiel Beeinträchtigung der Sicht, Kopfschmerzen, Tachypnoe, Tachykardie und so weiter. Der Patient erlebte Phantomschmerzen im Wachzustand und extreme Albträume im Schlaf. Der Patient konnte Erinnerungen von der Realität nicht unterscheiden und hatte häufig Rückfälle in das Trauma des Unlesbar. Während frühen Diagnosen gab der Patient eine krankhafte Angst vor und eine tiefe Faszination mit Feuer zu. Schlussfolgerungen. Es wurde entschieden, dass sich der Patient in einem fortgeschrittenen Zustand der Katatonie befindet, welche nicht nur durch Psychiatrie überwunden werden kann. Behandlungsverlauf. Der Patient begann eine Behandlung mit Medikamenten in Verbindung mit klinischer Hypnotherapie. Sitzungen waren anfangs einmal alle zwei Wochen geplant. Es wurden Morphium, Tartrat lösen, CC in Dosen verabreicht, Angstzustände während der Applikation und verbaler Suggestion. Boah, die Behandlung war zuerst wirkungslos. Der Patient konnte keine Änderung in der Häufigkeit und Stärke der Rückblenden und Kopfschmerzen melden. Zusätzlich zweistündige Sitzungen wurden angesetzt. Tiefere Sedierung, Morphium, Tartratlösung und erhöhtes Sprechen, Ansprechen zu bewirken. Der Patient verspürte eine leichte Reduzierung der psychischen Symptome, wurde aber sehr anfällig für Suggestion. Infolgedessen wurde der Patient wiederholt in dieser Klinik behalten, um zu verhindern, dass er sich selbst oder andere verletzt. Zusätzliche Medikamente wurden verschrieben, Sitzungen werden alle 3 bis 4 Tage angesetzt. Entspannungsübungen werden durchgeführt, in denen der Patient in einer kontrollierten Umgebung und der Patient meldet einen Konflikt zwischen Gefühlen der Hoffnungslosigkeit und Gefühlen der Gelassenheit, hervorgerufen durch spezielle, die auf den Anraten des Arztes durchgeführt wurden. Prognose. Der Patient kämpft mit Wahnvorstellungen, paranoidischen Tendenzen und schafft es, mit der Hilfe von Medikamenten und Therapie diese unter Kontrolle zu halten. Es ist jedoch die Meinung des Arztes, dass jegliches Nachlassen dieser Behandlung gefährlich wäre. Ohne kontinuierliche Unterstützung könnte der Patient zurück in die Krallen seiner vielen Dämonen fallen und einen neuen unsozialen Zustand der Psychopathie. Irgendwas. Mann, ist das anstrengend.
So, ich würde sagen, da du jetzt so viel vorgelesen hast, gib mal über die Folge ein paar Minuten drauf, oder? Muss ich auch sagen. Aber gut durchgehalten. Ist ja. So, willst du nochmal lesen oder was? Weil es so schön war. Oh, hat man alles. Sehr schön. Nee, hier rappelt es immer noch. Deswegen. Fontaine was having the house burned from Monroe. Soll ich nochmal drauf tippen? Nee, da hast du schon drauf getippt, oder? Ja. Warte, wir können dann nochmal. Vielleicht nochmal hier unten. Tipp it, Baby. Nee, da kannst du nicht tippen, da kannst du nur lesen. Fontaine, der Name kommt mir auch aus Bioshock so wahnsinnig bekannt vor. Aus dem ersten Teil gab es auch einen Fontaine. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Rolle der gespielt hat. Das ist schon so lange her, dass ich mal Bioshock gespielt habe. Ich habe jetzt das neueste Bioshock mal gespielt. Infernalt. Ja. Also, ah, das heißt, die kennen wir doch. Ja, allerdings. Was heißt jetzt? Ich habe es schon vor einem halben Jahr gespielt. Und es war richtig gut. Mhm. Es war verdammt gut. Muss man einfach mal so festhalten. Kann süchtig machen, dafür ist Morphium da. Und für Schmerzen. Hatte das nicht irgendwie den Titel hier bekommen in Mindfuckhausen oder sowas? Was? Wo? Welches? Das Bioshock. Ja. Oder. Kann sein, ich glaube, irgendein Test irgendwas, so ein. Irgendein Presseartikel hat jedenfalls den Untertitel. Ist auch gar nicht so falsch, also es war. Es war auf jeden Fall eine der besten Stories der letzten Jahre, würde ich fast sagen. So, hier noch was Interessantes? Nö. Ah, ich vermute, viele von euch haben es sowieso schon gespielt und wissen es deswegen. Ich werde natürlich jetzt hier trotzdem nicht spoilern, aber ihr werdet mir sicher beipflichten, dass das letzte Bioshock ziemlich geil war. So, wo könnten wir hingeflüchtet sein? So, ja, schwer zu sagen, also vielleicht gibt es noch irgendwelche Spuren oder sowas? Das ist das Ziel, die zu finden. Irgendwas kaputt oder so? Oder die Hecke vielleicht durchrannt oder sowas? Das ist bloß Müll? Hm. Schwierig, der könnte doch einfach von hinten gekommen sein. Um durch die Hecke laufen, wo er auch drum rum gehen kann. Ja, man muss auf alle Fälle ein bisschen einen leichteren Weg. Also da kann er nicht irgendwo drüber sein oder so. Hat er Elsa an der. Er ist ja hier rausgekommen. So, wir haben drei verschiedene Wege, die er gelaufen sein könnte. Linksrum ist Quatsch. Sicher? Denke ich schon. Da ist doch nichts außer Hecke, wo soll er denn da hin? Ich denke fast rechtsrum ist am sinnvollsten, da kommt er am ehesten noch raus. Sicher, wäre auch rausgekommen. Na, ist doch auch gerade rechtsrum. Nee, links. Ach doch, ja, stimmt, Entschuldigung. Ja. Aber. Also ich wäre hier raus wahrscheinlich. Ideas? We need to find Elsa. Good point, there must be something that links the big guy to the shrink. Sind wir denn hier schon durch? Kannst du ja mal nachschauen. Nee. Wir haben auch keinen weiteren Ort, also wir müssen da jetzt. Also wir müssen hier noch einen Hinweis finden. Aber. So, hier fände ich eigentlich auch relativ Quatsch, außer er ist über den Zaun geklettert. Er hätte ja erst mal vorher drüber werfen müssen, das ist ja Quatsch. Ich denke nicht, dass er hier lang ist. Nee, ich glaube auch nicht. Halte ich für unwahrscheinlich. Also kann er. Kann er mal hier irgendwo vorgehen, also hier, oder ist er hier oben lang? Das kann natürlich auch sein. Hier ist eine Öffnung in der Hecke. Aber wo dann? Es gibt echt viele Wege. Also ohne irgendwie konkreten Anhaltspunkt wird das, glaube ich, ziemlich schwierig festzustellen, wo der lang ist. Und auch wenn du die Hecke umarmst, da vorne ist auch ein Loch in der Hecke. Da kann man auch durch sein. Schwierig, schwierig. Müssen wir dann nochmal reingucken und schauen, ob wir da was übersehen haben. Vielleicht hat der auch noch einen Tipp. Nee, nee, da steht bloß im Weg. Finden wir hier mal was? Ah, da ist die letzte Zeitung. Sicher, was man die lesen kann? Ah, okay, gut. Ist ja ein bisschen viel, oder? Da liegen überall Zeitungen. Ja, okay. Ich glaube, man kann nur bestimmte lesen. Ja, sehe ich auch so. Schachbrett müsstest du irgendwie aufs Bett legen können, was da drin ist. Ja, da wird am ehesten wahrscheinlich hier lang geflüchtet sein, aber. Er sitzt noch in der Garage und pafft gerade eine.
Ja, ist halt recht schwierig, hier irgendwie ausmachen zu können. Ich glaube, das führt such uns mal, jetzt nicht such weiter. Mal die Grundstücksgrenzen ab, ob es irgendwo einen Anhaltspunkt gibt, dass der vielleicht irgendwo raus sein könnte. Weil hier direkt auf dem Grundstück wirst du nicht viel finden, denke ich. Mhm. Deswegen, vielleicht hat er irgendwo, wenn er irgendwo raus ist, vielleicht hat er da eine Spur hinterlassen. Ich meine, er wird bestimmt nicht auf der offenen Straße gerannt sein. Er hat ja schließlich eine Frau im Arm, eine Bewusstlose. Mhm. Und das macht sich, denke ich, auch nicht so gut. Oder Elsa könnte ja noch bluten. Ihre Kopfwunde. Stimmt. Im Hinterkopf. Vielleicht gibt es ja irgendwo Blutspuren, die wir entdecken. Sieht auf alle Fälle an, als wäre es nass. Mhm, das stimmt. Aber das kann wohl kaum vom Blut kommen. Können natürlich mal gucken, ob wir hier draußen lang schon mal irgendwie eine Spur entdecken, dem wir einfach folgen müssen vom... In der Theorie müsste das doch auch vibrieren, oder? Theoretisch. Also ich glaube nicht, dass sie hier auf offene Straße gerannt ist. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist ein bisschen zu auffällig. Allerdings ist hier überall offene Straße über kurz oder lang. Cool kann aber sein, dass sein Auto irgendwo hinten geparkt hatte. Das kann sein. Da hat es aber einer eigentlich gehabt. Na, wir wissen ja schon mal, dass er hinten raus ist zum Dings. Dann such jetzt mal genau den Boden des Balkons, also dieser Terrasse ab. Ob du vielleicht irgendeine Spur entdecken kannst. Ist auf die Blätter? Schwierig, was? Ich weiß auch gerade nicht, wonach man so direkt suchen soll. Also die Blutspur wäre ein Anhaltspunkt. Irgendwelche umgetretenen Pflanzen oder sowas wäre ein Anhaltspunkt. Naja, liebe Freunde, wonach wir hier genau... Elsa lag hier. Ich glaube ja. Und dann wurde sie ja hinten rausgebracht. Hier gibt es gar keine Spur von ihr. Genau, da hat die hier umgebocht. Genau, und ist dann nach hinten raus. Aber okay, hier ist noch ein Hinweis, aber liebe Freunde, fieser Cliffhanger. Was dieser Hinweis zu sagen hat, erfahren wir erst in der nächsten Folge und ihr auch. Bis dahin, eine schöne Zeit.